Yo Leute, was geht? Freunde, wir haben heute ein kleines Problem, beziehungsweise ein sehr großes Problem in GTA 5. Und zwar Franklin schuldet einfach jemanden ultra viel Geld. Und mit ultra viel Geld meine ich, Leute, 250 Millionen Dollar. Ich habe keine Ahnung, wie Franklin es geschafft hat, sein ganzes Geld irgendwie zum Fenster rauszuwerfen und einem Typen 250 Millionen Dollar zu schulden. Das Problem ist, er hat uns nur noch 24 Stunden Zeit gegeben, Leute. Und zwar ab 6 Uhr, Leute, haben wir jetzt nur noch bis morgen 6 Uhr Zeit, 250 Millionen Dollar aufzutreiben. Und das Problem ist, er hat unser anderes Geld schon längst genommen, Leute. Wir haben gerade 0 Dollar und müssen es schaffen, in GTA 5 von 0 Dollar zu 250 Millionen Dollar zu kommen. Denn sonst, Leute, werden ganz schlimme Dinge geschehen. Unser Strom wird abgestellt, Job wird weggenommen, unser Haus wird weggenommen, alles, Leute, wird uns weggenommen, wenn wir nicht schaffen, 250 Millionen Dollar bis zum Ende dieses Tages, bis zu 6 Uhr morgens in dem nächsten Tag zu erreichen. Und das werden wir, Leute, jetzt tun. Deswegen würde ich sagen, wir geben direkt, Leute, Vollgas. Lasst auf jeden Fall an der Stelle gerne ein Like da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und, Leute, vergesst nicht gerne, wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, jetzt gerne kurz ein Abo dazulassen, Leute. Und zu den nur noch 19.000 Abonnenten, Leute, zu den 1 Million Abos. Also lasst gerne ein Abo da, damit wir auf jeden Fall dieses große Ziel erreichen, Leute. Und ich habe mir auf jeden Fall einen coolen Plan überlegt, wie wir an sehr schnell viel Geld kommen können. Wir müssen erst einmal, Leute, ganz klein anfangen. Allerdings werden wir ein bisschen höhere Summen haben, Leute. Denn ich habe ein ziemlich gutes Hacking-Programm in GTA 5. Und damit können wir nämlich, Leute, Bankautomaten mit höheren Summen, Leute, ausrauben. Und zwar sogar mit höheren Summen, als sie eigentlich haben. So, und dazu, Leute, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal um, wo der nächste Geldautomat hier eigentlich ist. Der müsste ja irgendwo sein. Ich glaube hier hinten, Leute. Genau da hinten. So, schauen wir mal da hinten nach. Und wenn wir das Geld haben, dann werden wir uns erst einmal ein bisschen Ausrüstung holen. Denn wir haben gar keine Waffen, Leute. Uns wurde einfach alles abgezogen. So, Franklin. Hier ist der normale Geldautomat. Okay, komm, gehen wir rein, Leute. Und wir probieren den ATM zu nehmen. Alles klar, Robbing. So, sehr gut, Franklin. So, dann hacken wir das Ganze mal. Wir haben wirklich nicht allzu viel Zeit, Leute. So, Brute Force. Okay, come on. Komm schon. Nein! Nein, ich muss es schon wieder machen. Ach, komm schon. Clifford? Das Wort heißt Clifford? Okay, alles klar, Leute. Es heißt einfach Clifford. Vielleicht war es Clifford. Oh mein Gott, jetzt haben wir 2 Sterne. Und Leute, 100.000 Dollar. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Cops entkommen. Gerade haben wir jetzt 7... Oh! Okay, es wurde einfach keine Polizei alarmiert. Wir haben direkt die 100.000 Dollar bekommen. Nice. Voll cool. Okay, jetzt können wir was anderes ausrauben. Wir haben erst 7.21 Uhr, sind also am Anfang, Leute, und haben schon eine Summe von 100.000 Dollar. Müssen wir allerdings sofort ausgeben, Freunde. Oh Mann, das wird nicht leicht sein, Leute. In der letzten Episode haben wir halt versucht, 1 Million Dollar in 24 Stunden zu kriegen. Jetzt müssen wir einfach das 250-fache verdienen. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, Freunde. Gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, was wir krass ausrauben können? So, Fließerbank, ja, haben wir schon einmal gemacht. Ein ATM können wir ausrauben. Wow, Bank of Liberty. Das stand vorher nicht da, Leute. Wir können zur Bank of Liberty gehen und da können wir, glaube ich, etwas holen. Vangelico Fine Jewelry. Okay, wir werden auch gleich das... Ja, ich glaube, Leute, wir werden zuerst das Vangelico ausrauben. Und was haben wir hier noch? Ich glaube, Leute, Pacific Standard. Natürlich, Leute, die ganz klassische Bank. Hoffentlich kommen wir bei den Banken dann auf eine Summe von 250 Millionen. Denn wenn wir es nicht schaffen... Leute, ich will nicht Ich will mir nicht ausmalen, wie schwer das sein wird. So, ich brauche die schwerste Panzerung. Genau, gönn uns irgendwie... Komm, wir kaufen den Laden leer. Wir brauchen irgendwie ein paar Pistolen. Genau, taktisches Licht, Schalldämpfer. Nein, nein, ach Mann, ich habe mir jetzt extra für 40.000 eine Luxusoberfläche gekauft. Ach, das wollte ich gar nicht. Okay, Karabiner. Ordentlich Munition kaufen, Leute. Taktisches Licht, Fernrohr, ist klar. So, dann kaufen wir das hier. Bloß nicht die Luxus-Dingens kaufen. Das machen wir auf keinen Fall. Alles klärchen. Und zum Schluss, Leute, noch die Minigun. Die ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Okay, ich glaube, 5.000, 6.000 Schuss werden ausreichen. Alles klar. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet, Leute. Na, komm schon, Franklin, beeilen wir uns. Das Vangelico wartet auf uns. Ich glaube, die haben doch den Laden nicht geöffnet. Obwohl, doch, 9 Uhr ist offen. 9 oder 10 Uhr eröffnen die. Na gut, dann schauen wir mal, Franklin. Okay, so. Behalte deinen Helm an. Das ist wichtig für deine Tarnung. Nimm den bloß nicht ab. Franklin, du bist wirklich nicht schlau heute in dem Video, okay? Aber egal. Ich muss dafür sorgen, dass er reich wird, Freunde. Ich muss dafür sorgen. Okay, wir beginnen mit dem Überfall, Leute. Let's go. Okay, wir müssen erstmal die Wache ausschalten. Das machen wir natürlich, Leute, sofort an der Stelle. So, Wache ausschalten. Guten Tag. Das hier ist ein Überfall.
Und ich bitte Sie alle bloß nicht ab, hier wegzugehen. So, bleiben Sie an Ihren Positionen. Alles wird gut. Wenn Sie kooperieren, wird alles in Ordnung sein, okay? Haben Sie mich verstanden? Bitte keine Panik schieben. Das wird alles in Ordnung, okay? Alles wird schon gut. Okay, so, jetzt geht's los. Wir haben 1 Minute 40 Sekunden Zeit. Oh, 900.000 Dollar. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt haben wir schon 1,8 Millionen. Let's go, Leute. Wir müssen jetzt nur noch 248,2 Millionen, 243, 247,3 Millionen kriegen. Alles klar, Leute. Mehr, weniger denken, mehr machen. Weniger denken, mehr machen. Machen, 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 Franklin. Komm schon, komm schon. Ich glaube an dich, mein Freund. Ich glaube an dich. So, gönn dir. Let's go, Freunde. Okay, weiter geht's, Leute. Schön die Rolex mitnehmen. Schön Patek Philippe nicht vergessen. Ebenfalls auch Audemars Piguet. Alles mitnehmen, was du hier finden kannst, okay? Die Day-Date Platin Edition. Die musst du dir gönnen. Genau, Franklin. Okay, wir sind mittlerweile jetzt schon bei 9 Millionen, aber Leute, ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Ich weiß nicht, ob das alles ausreichen wird. Oh, was ist das? Yo, habt ihr schon mal so einen Diamanten gesehen? Oh mein Gott, wir haben nur noch 40 Sekunden. Franklin, beeil dich. Okay, okay, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kühlen ab. Let's go, let's go, let's go, let's go. Komm schon, komm schon. Wir haben noch 30 Sekunden. Was ist, wie viel ist der Diamant wert, Leute? Oh, nochmal 1,5 Millionen. Alles klar, sehr schön, sehr schön. Okay, 23 Sekunden, bis die Polizei ankommt, Freunde. Ich kann nicht alles mitnehmen. Es wird nicht reichen. Ich kann wirklich nicht alles mitnehmen. Wir nehmen doch das hier und noch ein anderes. Und dann los. Dann los, Franklin. So, 10 Sekunden. Komm schon, vielleicht schaffen wir noch eins. Vielleicht schaffen wir noch eins. Yes. Komm, 15 Millionen, 15 Millionen. Okay, 15 Millionen, Leute, jetzt raus aus der Bank. Schnell raus, 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 Franklin. Oh mein Gott, okay, Polizei ist unterwegs. 15,2 Millionen. So, jetzt nehmen wir einfach die gleiche Route, wie wir sie aus der Mission von Vangelico Heist genommen haben, Freunde. Ihr erinnert euch an die Story-Mission, oder? Genau an die Stelle. Ich muss jetzt genau den gleichen Pfad fahren, wenn die auch gefahren sind. Erstmal hier links fahren, dann mit dem Wheelie fahren. Okay, Alter. Wir haben, Leute, immerhin 15 Millionen Dollar. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wir haben jetzt schon fast 11 Uhr. Also sind schon einige Stunden verstrichen. So, hier ist die Abkürzung. Ich glaube, hier rechts ging es nochmal. Leute, die GTA-Experten kennen das Versteck. Und die GTA-Experten wissen ebenfalls, dass dahinter sich das Union Depository befindet. Hätte ich jetzt einen Bohrer, würde ich da auch reingehen können. Leider kann ich das nicht machen, Leute. So, jetzt würde ich sagen, wir warten einfach ab, bis die Polizei weg ist. Und ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Oh, jetzt müssen wir es auch noch liefern. Oh mein Gott, das habe ich vergessen, Leute. Ja, ich glaube, wir nehmen den anderen Durchgang. Komm schon, Franklin. 13 Uhr 40. Meine Güte, hat das lange gedauert. Okay, so. Jetzt hier rechts auftauchen. Schnell. Okay. Liefern, Lieferung. DHL-Paket. Ich habe eine Lieferung. Genau, für Sie, junge Damen und junge Herren. Ja, 15 Millionen. Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank. Ruf mich an. So. Okay, Freunde, wir haben 15 Millionen Dollar verdient. Das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. Okay, und wir sind der Polizei entkommen. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen, Freunde. Allerdings möchte ich mehr. Und ich weiß nicht, ich muss mich mal über diese Bank of Liberty informieren, ob die sehr viel Geld horten, Freunde. Ich muss einfach mal kurz mal eine paarminütige Recherche machen. Vielleicht verliere ich da ein bisschen Zeit, aber ich muss mal herausfinden, wie viel Geld in dieser Bank of Liberty sein würde. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, Freunde, gute Nachrichten. In der Bank of Liberty befindet sich viel mehr Geld als in dem Vangelico. Leute, mit viel mehr Geld meine ich wirklich, glaube ich, sogar das Zehnfache. Und wenn wir dort 150 Millionen Dollar kriegen würden, das wäre schon wirklich ein Jackpot. Wo ist die Bank nochmal, Leute? Ich glaube, die war gar nicht so weit weg. Genau, da ist sie, Leute. 15.20 Uhr haben wir mittlerweile. Leute, wir haben jetzt schon fast 10 Stunden verbraucht, haben einen Überfall, haben einen Automaten ausgeraubt und ja, sind am Ende jetzt bei, Leute, erst 15 Millionen Dollar. Das ist nicht zu viel. Also wir brauchen nochmal mindestens das 20-fache. Wir brauchen das 20-fache, damit Franklin seinen Hund behalten darf. Ihr wollt nämlich nicht, dass Chop geht, Leute. Ihr wollt doch, dass Franklin Chop behaltet, ne? Dann lasst gerne, Leute, ein Like da, damit Franklin Chop auf jeden Fall behält. So, hier ist es, Freunde. Das ist sie. Die Bank of Liberty. Wir parken natürlich ganz unauffällig direkt vor der Bank, Leute. So machen wir das. Ganz entspannt. Okay, let's go, Leute. Wir machen den Überfall. Franklin, ich hoffe, du bist bereit. Take out the guard. Natürlich, das machen wir. So. Okay, alles klar, Leute. So, jetzt müssen wir hacken. So, das ist hier ein Überfall. Alle Leute werden hier sitzen bleiben, liegen bleiben, okay? Entspannen Sie sich, es ist alles in Ordnung. Solange Sie nicht den Notfallknopf drücken, wird alles in Ordnung werden, okay? Okay, soll ich denen vertrauen? Ich weiß es nicht, Leute. Naja, egal. Dann gehen wir mal hier rein, Leute. Wir fangen mal mit dem Hacking an. Oh mein Gott, was? Was ist denn jetzt los? Okay, oh nein. Es ist das hier wieder. So, da. Okay,
Ich habe voll das Geheime, Leute. Ich habe den Lifehack gefunden. Ich habe voll einfach, das ist voll einfach zu hacken eigentlich. So, wir müssen nur die Reihenfolge beachten. So, jetzt sind wir drinnen, Leute. Komm, gönn uns das Gold. Gönn uns das Gold. Ich sehe da Gold. Loot the vault. Oh, da ist Gold. Da ist Cash. Da ist noch mehr Gold. Okay, Franklin, let's go. Gönn uns, gönn, gönn. 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, 60 Millionen, Franklin. Okay, das ist sehr viel. Aber ich weiß nicht, wie viel reinpassen wird, Leute. Ich glaube, es passt nicht mehr viel rein. Komm schon, Franklin. Jo. Alter, ist das viel. Oh nein, meine Tasche ist gleich voll. Nein, nein, die Tasche ist voll, Freunde. Ich glaube, da. Komm, wir nehmen den Rest. Alles klar, Leute. Mehr kann ich nicht schleppen, mehr kann ich nicht schleppen. Ich habe nur eine Tasche. Ich bräuchte mehrere Leute, damit sie hier den Rest mitnehmen können. Oh Mann, okay, Leute. 200 Millionen Dollar. 200 Millionen Dollar, das ist so viel Geld, Freunde. Unfassbar. Jetzt müssen wir die Bank verlassen. 206 Millionen Dollar, Leute. Ach du meine Güte. Das ist absolut krank. Okay. No way. Leute, wir haben 5 Sterne plus Militärstern. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt werden wir sogar noch vom Militär gejagt. Okay, wir müssen los. Wir könnten theoretisch in die Kanalisation, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Militär ist. Ich versuche mich einfach, Leute, bedeckt zu halten. Die werden mich hundertprozentig finden. Wo soll ich denn hier hin, Leute? Aber es sieht gut aus bis jetzt. Keine Helikopter. Keine Helikopter, Freunde. Hoffentlich bleibt es so. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht zugucken. Ich kann nicht zugucken. Ich muss hier aufpassen, dass niemand kommt. Oh nein, die Polizei kommt. Da ist eine Katze. Ey, Katze. Psch, psch. Niemand darf erfahren, dass ich hier bin. Psch. Bloß keine Beweise zeigen, okay? 206 Millionen Dollar, Leute. Was ist das? Okay. Okay, komm schon. Leute, das dauert mir zu lange. Warum dauert das denn so lange? Franklin, muss ich irgendwie mich entfernen, damit die Sterne weggehen? Oh Mann. Yes! Yes! Oh, yes, Leute. Wir haben 206 Millionen Dollar. Das ist Militär. Die haben uns fast erwischt. Die haben uns fast erwischt, Freunde. 206 Millionen Dollar, Leute. Take this, Alter. Nice. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, haben wir jetzt mittlerweile insgesamt eine Summe von 221 Millionen Dollar. Wir brauchen nur noch 29 Millionen Dollar und dann haben wir quasi unsere Schulden abbezahlt. Es wäre allerdings auch echt cool, wenn wir vielleicht noch was über haben, damit wir vielleicht uns eine Villa kaufen könnten oder so. In dem Sinne, Freunde, haben wir jetzt mittlerweile noch ein bisschen Zeit. Also wir haben erst 18.10 Uhr. Es läuft viel besser, als ich gedacht habe, dieser Plan. Wir sind den 5 Sternen leichter entkommen, als ich normalerweise in der Hauptmission von GTA 5 entkommen bin. Okay, aber jetzt müssen wir schauen, wo werden wir als nächstes hingehen. So, Freunde, jetzt müssen wir einfach nur noch darauf hoffen, dass die Pacific Standard Bank auch mehr als genug Geld für uns bereithält, dass wir dann ausgesorgt haben. Okay, der Fluchtplan wird dann wie folgt aussehen, Leute. Ich stelle jetzt extra ein Motorrad hier hin. Also direkt an den Ausgang. So, also ich stelle das Motorrad einfach direkt hier in der Nähe. So, damit wir sofort losfahren können. Dann gehen wir allerdings über die andere Seite in die Bank hinein. Mittlerweile haben wir jetzt schon auch Sonnenuntergang, Freunde. Also wir verlieren schon ein wenig Zeit. So, okay, Franklin, bist du bereit? Okay, Leute, wir beginnen jetzt den hoffentlich letzten Überfall. Okay, die Security Guards, wo sind die denn? Wo sind die Security Guards? Ich glaube, die sind hier irgendwo. So, wir müssen vorsichtig sein, Freunde. So. Oh mein, ich habe 5 Sterne. Oh nein, Leute, ich hörte schon die Polizeisirenen. Okay, alles gut. So, jetzt müssen wir hier durch. So, alles in Ordnung. Oh nein, 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 nein. Der hat den Alarm gedrückt. Nein. Place the terminal on the teller's gate. Yes. Rein damit, Leute. Rein damit. Wichtig und richtig. Das ist wichtig und richtig. So, komm schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Geh auf, geh auf, geh auf. Wir haben nicht viel Zeit, Franklin. So, okay, Franklin. Komm schon, beeil dich. Beeil dich damit. Ja, genau. Hitze, Hitze. Und jetzt... Tür, öffne dich, Sesam, öffne dich. So, jetzt weiter geht's, Leute. Wir müssen jetzt runter zum Control Panel und jetzt die Tür öffnen. Okay, so, jetzt müssen wir hacken, Freunde. Das ist mein meistgehasster Teil. Ich hoffe mal nicht, dass es dieses Hack-Spielchen ist, was ich nicht mag, Leute. Vielleicht ist das mit dem Bildersuchen oder sowas wieder. Nein, es ist das hier. Okay. So. Komm schon. Na los. Ah. Das sind so Minispielchen, die man theoretisch in einem Spiel wie Among Us reinpacken könnte. So. Okay, so. Let's go, Leute. Okay, Franklin. Jetzt mach den Tresor mal auf. Komm schon. Oh, Tresor öffnet sich, Freunde. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir nur noch ein weiteres hier reinpacken. Okay, Franklin, komm schon. Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Also, es ist nicht so, dass wir nicht viel Zeit haben wegen den 24 Stunden. Es ist eher so, dass wir wenig Zeit haben, weil gleich die Polizei ankommt, Leute. Die werden gleich mit allerlei Leuten da ankommen. Wir haben keine Chance, dann mehr irgendwas zu machen. Gönnen uns was Gutes. Gönnen uns was Gutes. Oh. Es sieht nicht nach viel aus.
Bitte sagt mir, dass es reicht. Oha. Yo, es wird reichen. Yes! Yes, es wird reichen, Freunde. Es wird definitiv reichen. Wir sind jetzt bei 28 Millionen. Komm schon. Wir nehmen das ganze Geld mit. Natürlich, Franklin. Wir nehmen jeden einzelnen Batzen Geld, den du hier finden kannst. Yes. So, okay, komm schon. Jetzt noch den anderen. Es ist nicht viel, was hier ist. Es ist wirklich nicht insgesamt viel. Also leider, Leute, muss man das sagen. So viel Geld ist hier gar nicht. Aber es ist halt sehr viel wert. Ich glaube, das sind 1.000-Dollar-Noten, Banknoten, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber die sind auf jeden Fall hier in der Bank. Und die sind ordentlich viel wert. Die sind wirklich viel wert. Rein damit. Okay. Leute, 144 Millionen Dollar. Ist das krass, wie viel das ist. Das ist, oh nein. Jetzt sind 5 Sterne da. 5 Sterne plus Militärstern. Das wird kein Spaß. Das wird kein Spaß. Ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Hier raus. Hier raus. Nein. Oh mein Gott, die Lamborghini-Polizei ist da. Die Lamborghini-Polizei. Raus. Oh mein Gott. Die Tür ist hier abgeschlossen. Die haben die Tür hier abgeschlossen. Nein, das haben sie nicht gemacht, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Oh mein Gott. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr Polizisten. Ihr kriegt mich nicht. Keine Chance. Oha, Leute, Militär. Militär stürmt hier rein. Komm schon, Franklin. Oh nein, ich glaube, weißt du was? Ich nehme die Minigun. Dafür habe ich es ja gekauft. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen uns hier durchkämpfen. Oh, Mann. Das wird überhaupt nicht leicht werden. Das ist alles andere als leicht momentan. Geht die Tür auf? Ja, die Tür geht auf. Okay, Leute. Mein Plan ist schon mal nicht so gut. Aber egal. Komm, Franklin. No, nein. Komm schon. Jetzt beeil dich. Schießen. Oh, nein. Wir verlieren, glaube ich, auch Geld. Komm schon, Franklin. Fahr. Lass dir bloß nicht den Reifen zerschießen. Bloß nicht. Ich hoffe, wir haben darauf geachtet. Okay, komm. Let's go. Oh nein. Okay. Oh nein. Die kommen damit. Oh mein Gott, was ist das? Die kommen mit so Barracks an. Barracks. Holy shit, Leute. Wow. Ganz knappes Ding. Seit wann rufen die plötzlich auch Militär an? Haben die jetzt irgendwie so eine Special-Tarif abgerufen? So 5-Sterne-Tarif? Ja, 5 Sterne ist zu leicht. Nee, wir brauchen was Härteres. So, machen wir mal 6 Sterne. Irgendwas mit 6 Sterne. Genau. Genau so war es wahrscheinlich. Okay, komm, wir verstecken uns einfach hier, Leute. Ich glaube, das wird ein gutes Versteck sein. Einfach da oben. Ja, okay. Den Weg können wir schon mal nicht nehmen, weil da hinten ist ein Auto vom Militär und die verfolgen mich, Leute. Nein, fahr bloß nicht hoch. Komm schon. Gib Gas, Franklin. Gib Gas. Gib die Power des Motorrads auf den Berg. Na los. Oh, übrigens, Leute, das Winewood-Logo ist immer noch weg, weil die Stadt heißt ja ID-Zock, aber unsere Logo ist gerade in Restauration. Na los. Yes. Oh, boom, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es sogar noch vor Mitternacht geschafft. Wie viel Geld haben wir? 365 Millionen. Leute, da bleiben uns noch 115 übrig. 115 Millionen bleiben uns übrig, Freunde. Oh mein Gott. Wir haben es einfach geschafft, Freunde. Wir haben es einfach geschafft. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, Leute, zum Ende des Videos zeige ich euch noch eine Location. Ich glaube, von dem Restgeld. Wir zahlen erstmal die Schulden und dann sehen wir uns am nächsten Tag. Und dann kaufe ich mir, glaube ich, eine ziemlich schöne Villa und mache darauf eine richtig fette Party. Leute, herzlich willkommen in meiner neuen Villa. Guckt euch das mal an, Freunde. Hier herrscht eine wirklich fette Party. Wir haben fette Autos, fette Statuen, fette Villen, fette Gäste und ebenfalls auch natürlich, Leute, sehr fette Stimmung, Leute. Guckt euch das mal an. Wir haben hier so viele Leute. Wir haben sogar einen goldenen Helikopter hier am Start. Und Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Wir haben einfach noch einen Privatjet hier, noch ein Motorrad extra. Hier ein fetter Grill, der angeschmissen wird, Leute. Keine Ahnung, die machen hier irgendwie Party machen. Und da hinten, Leute, geht so richtig die Post ab. Guckt euch das mal an, Leute. Wir haben einfach die größte Party in ganz Los Santos momentan. Also wirklich die allergrößte Party in ganz Los Santos. So viele Menschen, die hier feiern, Leute. So viele Menschen, die ihr Leben genießen. Und all die habe ich aufs Haus eingeladen. Ich habe sie einfach heute komplett aufs Haus eingeladen. Guck mal, selbst, Leute, selbst Simeon habe ich eingeladen. Ich meine, normalerweise mag ich den nicht, ne? Ihr mögt Simeon nicht. Aber ich dachte mir, hey, Simeon, heute ist ein guter Tag. Komm einfach rein. Wir haben gute Stimmung, gute Party zusammen. Und er tanzt ehrlich gesagt mit Jindy.
Denise gerade. Ich weiß nicht, was er mit Denise vorhat. Naja, ist egal, Leute. Ist auch nicht meine Sache. Und alles Mögliche, Leute. Wir haben noch so viele andere Personen, die am Tanzen sind. Dann haben wir den freshen DJ am Start. Sogar Dave Norton oder, sogar den einen Typen, wessen Name ich nicht mal weiß, Leute, ist hier. Und sogar auch einer der berühmtesten Rapper, Leute. Und zwar, ich glaube, Mad Dog ist das, Leute, aus GTA San Andreas, der hier einfach, oder ich weiß es nicht, wer auch immer, das ist, glaube ich, ein neuer Rapper, Newcomer. Der dreht hier gerade einfach live ein Musikvideo für uns. Ja, wir haben einfach eine eigene Villa, Leute, mit einer fetten Party, mit dem Musikvideodreh und viele, viele mehr, Leute. Aber an der Stelle würde ich sagen, Leute, ich beende das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr eine Fortsetzung davon haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.